Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 168. Es geht natürlich nicht um den JCB, sondern es geht in dem Fall um die beiden Hallen. Und da habe ich jetzt ein Quiz für euch. Der Unterschied zwischen diesen beiden Hallen. Wir haben auf beiden Seiten, wenn ich das richtig sehe, vier Türen. Das Dach könnte bei dem einen etwas rötlicher aussehen, bei dem anderen etwas mehr orange. Die Seiten sehen auch gleich aus, aber trotzdem sind es im Shop unterschiedliche Hallen. So, ja, also wie gesagt, ne, die Mechanik hier funktioniert einwandfrei. Man kann ne, das Tor hochfahren, das ist alles super. Bei dem Tor liegt das hier in der Schalter an der Seite. Bei den anderen ist es mal genau innen außen das gleiche. Und wir haben auf der einen Seite, wo jetzt, ne, hier seht ihr, das da liegt, da haben wir hier auch Licht. Und das Licht funktioniert auch einwandfrei. Das ist aber in der anderen Halle genauso, wenn ich mich nicht täusche. Gehe hier nochmal wieder raus. So, passen wir da durch. Jo. Ne, und geht wieder zu. Ja, aber wie gesagt, das ist halt hier irgendwie genau das Gleiche. Ja, Unterschied weiß ich leider nicht. Ich zeige euch die auch gleich im Shop, aber wir haben noch zwei. Da gehören noch zwei Stück dazu. Da habe ich einen Unterschied. Allerdings muss ich die ein bisschen woanders hinstellen, nämlich dort hinten, wie ihr seht. Weil die Jungs nicht dicht beieinander stehen wollten. Oder halt nicht immer den Terrain passend geändert haben konnten, wollten, sollen, sein oder irgendwie sowas. So, wir fahren rüber. Hier drüben geht's weiter. Hier sind die beiden anderen. So. Können wir schön hier hinflitzen. Hier kann man den Unterschied eindeutig sehen, weil hier ist es nämlich einmal eine Halle nur mit zwei und einmal mit drei Einheiten. Aber es ist im Prinzip sonst genau das Gleiche. Ihr seht selber auch da wieder mit innen und außen. Eine Seite ist das Licht dementsprechend drinne. Ne, da seht ihr auch die Jungs, die sich verewigt haben. Die Jungs haben es auch gemacht. So, ich zeige euch das Ganze im Shop. Einfachste Variante. Wir gehen auf Hallen und sehen hier Hallenpack. Also das eine scheint etwas die dunklere Type zu sein. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sieht auch bildlich so aus, aber wie gesagt, vielleicht vom Dach her. Aber sonst 350, 280. Fünf-Tor-Halle. Waren das fünf Tore? Ne, das waren doch beides mal vier Tore, oder? Also wir haben eine Zwei-Tor-Halle, eine Drei-Tor-Halle. Habe ich da hinten echt fünf Tore gehabt? Nee, ich fahre nochmal zurück. Wäre natürlich jetzt hier nicht. Nicht als der Buhmann dastehen. Der einfach nur nicht lesen konnte. Außerdem seht ihr auch mal schön, wie geländegängig so ein JCB sein kann. Klar, ich dösel. Die hat fünf Hallen. Fünf Türen. Da müsst ihr echt nur mal gucken können, ne? Das ist es doch. Ja, also 2, 3, 4 und 5 Hallentüren. So simpel ist es. Das Quiz hat sich also gelöst. Ist nur die Frage, ist, hat sich das Dach ein Tick dunkler oder kommt das nur so vor vom Licht her? Ja, da sind es tatsächlich 5. Ja, ne, wenn man blind ist, ne? So ist es halt. So, ja, wir schalten weiter. Im Shop, hatte ich das zu Ende gezeigt? Da sind sie, ne? 36, 42, 48 und 55.000 kosten sie. Und ja, pro Tor wird es auch einen mehr. Und wenn ich nicht so blind gewesen wäre, hätte ich es auch gesehen. So, gut, wir steigen aus. Nämlich aus dem hier. Da steht hier einfach nur drin in der Halle. Spurt mal freundlich zu ihm hier rüber und sehen. Richtig, wir haben hier einen. Na, steht es vorne drauf? Ja, ein GMC. Da haben wir es nämlich. Ne, da seht ihr auch Typenbezeichnung, alles drin. Sieht von außen so, ich sag mal einigermaßen auch. Von innen sieht er echt gelungen aus. Display ist an und so. Wenn ich hier Licht anmache, ändert sich allerdings nicht mehr. Das sieht nämlich aus, wenn man durchgehend innen drin Licht an wäre. Aber auch mit dem Display da in der Mitte und so, den finde ich sehr gelungen. Das ist schon mal recht okay. Licht an sich funktioniert sonst auch. Man sieht halt jetzt nicht dieses strahlend helle Weiß, was vielleicht auch einige stört. Aber es funktioniert auch oben. Die Lampen sind dementsprechend da. Hinten, ne, die Leuchten gehen auch an. Funktioniert, Platz wackelt, hat Luft. Motorgeräusch, ja, ist natürlich Geschmackssache, ne? Jetzt ein bisschen angefahren, dann kriegt ihr schon mit, was gemeint ist. Ne? Also, ja, muss man sich dran gewöhnen. Rückfahrleuchte hinten oben auch noch. Also, finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Zeigt den auch mal fix im Shop. Wir haben noch ein paar Sachen vor heute. Da steht da 45.000 All-Terrain. Wir haben hier Motorausführung getuned und nicht getuned. Das sind 100 PS mehr. Also 300 oder 400 PS. Und wir können hier vorne auch
Ne, die Hutze dementsprechend auch, den Bumper, den hatte ich jetzt auch gerade gesetzt gehabt. Farben, designmäßig können wir natürlich auch hier alles so anpassen, wie wir lustig sind. Ne, wir können auch ein Pink-Chrom draus machen, wenn wir wollten. So, gut, okay, wir gehen mal hier ein Stückchen weiter und kommen zu diesem tiefen Lockrad. Das ist das gute Stück. Simpel, einfach, 3 Meter. Lass das gute Stück einfach mal runter, fahr ein Stückchen geradeaus. Ihr seht, die Animation und alles ist da. Braucht man also nicht viel dran tun oder machen. Zeige ich euch auch spontan im Shop. Da haben wir es, Tiefenlockerer. Rollmakko steht dran, 150 PS braucht er bei 3 Meter Arbeitsbreite. So simpel ist es. Alternative zum Flug. Gut, so, dann kommen wir zu dieser Quaderballenpresse. Mal was von Deutz, Bigmaster 5912D von Deutz war am Start. Ist halt eine Quaderballenpresse, kann man natürlich auseinanderklappen und dann kann man da tatsächlich Quaderballen mitpressen. Ne? Eine schöne Geschichte. Besonderheit hier mehr dran ist, dass man hier oben noch das mit oder ohne Reling kriegen kann. Also mit dieser Sicherheitsgeschichte oder ohne. Zeige ich euch dementsprechend auch im Shop. Dürften wir unter Ballentechnik haben. Da haben wir das gute Stück. 104.000 kostet er, 140 PS, macht normale 4.000er Ballen. Ne? Und hier seht ihr es. Auch hier, also wir haben Reifenwahlunterschied, haben wir einmal. Und wir haben hier mit und ohne. Und ihr seht ihr das Ganze nämlich hier. So kann man da im Prinzip gar nicht richtig ran. Hier ist schon die Leiter, ne? Aber jetzt hat man hier komplett oben diese Sicherheitsreling mit dazu. Da bezahlt man halt ein Tausi extra für. Ne? Aber warum nicht? Ne? Also finde ich schon gelungen soweit. Sieht sonst auch gut aus. Aktuelle Texturen, alles dran, was immer mehr läuft. Ne? So, dann laufen wir hier mal rüber. Da haben wir nämlich dann gleich 2 Mods am Start. Einmal nämlich ein, so finde ich, wunderschönes Güllefass. Ne? Sieht sehr gut aus. Auch die Details, die ganzen Sachen hier top gemacht. Die ganzen Verschraubungen, Aufkleber und sowas. Kommt schon sehr gut rüber. Ist ein 14.000 Liter Fass und zusätzlich zu dem Fass habe ich hier auch noch einen Zusatztank. Ne? Das ist von Siren dementsprechend. Da ist ein John Deere Zeichen drauf, da kann ich nichts für. Auch hier dementsprechend können wir was zusätzlich einfüllen und da können wir auch die Kapazität variieren. Ob sich das denn gewichtmäßig ausspielt oder nicht oder ob wir einfach nur. Ja, ne? Also ich finde, bei einer gewissen Größe kann man halt nur eine gewisse Menge mitkriegen. Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal. Ich gehe in die Güllefassabteilung. Da fangen wir mal mit dem Güllefass selber auch an. Da haben wir das gute Stück. Ne? 14.000 Liter. Reifen hätten wir noch Breitreifen wählen können. Trelleborg Michelin. 150 PS braucht es. 10 Meter Arbeitsbreite. 14.000 Liter für nur 19.000. Dafür ist das ein super geniales Güllefass. Ne? Und sieht das, die Texturen mäßig ja auch super aus. Ne? So, dann haben wir hier einmal 42.000 für den Zusatztank. Der ist angegeben mit 5.500 Liter. Die nehme ich ihn noch ab. Ich nehme ihn vielleicht auch noch die 3.000 Liter ab. Ja? Aber dann wird es natürlich schwierig, wenn ich dann behaupte, hier sollen 5.000 Liter drin sein. Ne? Das ist dann die Frage, ob man das denn so, ja. Und dann 43.500 ist auch nicht unbedingt der Schnäppchen-Part, muss man zugestehen. Ne? Ihr seht selber, ne? Man kann es natürlich damit ein bisschen erweitern, aber es recht, da kannst du fast zwei Gülle-Fässer für kriegen halt. Ne? Das ist die Frage. Klar, größere Kapazitäten kosten sonst auch, wenn man sich die großen Jungs sonst so hier anguckt, bezahlt man natürlich für 34.000 Liter auch 185.000. Demnach macht das mir trotzdem teuer vorkommen und das günstig. So muss ich einfach mal sagen. Ne? Aber jetzt habt ihr die beiden Sachen hier gesehen. Hier lässt sich die Kapazität variieren. Warum mir 15.000 Liter steht, weiß ich nicht, weil ich habe 1.500, 3.000 und 5.000. Und wenn das hier 15.000 Liter sein sollen, haben sie dann 0 vergessen. So einfach ist es. So, da haben wir die beiden auch gesehen. Wunderprächtig. Die drei Jungs hatten wir hier auch. Dann kommen wir noch zu zwei Besonderheiten. Ich skippe mich da mal passend durch, bis ich bei dem Kollegen hier bin. Ja, das hier ist einfach nur ein Mistkauf, darum geht es im Endeffekt gar nicht. Da fülle ich jetzt mich jetzt mal einen kleinen, freundlichen hier mal auf. Und dann zeige ich euch aber zuerst, ich weiß nicht, füllt der jetzt weiter auf oder nicht. Das ist jetzt im Prinzip auch nicht ganz so wichtig. Ich muss, glaube ich, hier einmal hochlatschen. Sieht man schön meinen, ne, Wildgarten sozusagen.
So, ja. Ihr seht hier, das ist ein Kuhstall. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ist denn die Besonderheit daran? Ja, theoretisch gesehen, optisch eigentlich wenig. Denn die Besonderheit zu dem Kuhstall, die kann ich euch im Shop zeigen. So simpel ist das Ganze. Ich gehe mich hier einfach auf die Tierhaltung. Wir skippen mal eine Runde durch. Da sehen wir die ganzen normalen Schweineställe, alles was dazugehört. Und dann haben wir hier die Mod-Varianten. Und da sehen wir, es geht hier um die Varianten mit Mist. Das sind diese vier. Also wir haben kleinen und großen Kuhstall, genau wie einen kleinen und großen Schweinestall. Da haben wir 300 und 100 und 250 drin, also ganz normal. Und die Besonderheit hier ist halt, dass der Mist abwirft. Hört sich jetzt doof an, weil die werfen hier eh Mist ab. Nein, das, was ihr beim Futtertrog an Kleckereien habt, das wird auch als Mist dementsprechend rausgenommen. Das heißt, das ist jetzt nichts, was ihr wieder reinschüttet, sondern das ist einfach auch Mist, den ihr zusätzlich zum Düngen habt. Das ist die Variante einfach mit Mist. Ne? Also wer es braucht, wer es möchte, ne, kann es natürlich nehmen, ist für den Schafstall nicht dabei, aber ne, da haben wir sonst auch keinen Mist, deswegen ist das im Prinzip okay. Allerdings hätte man vielleicht beim Schafstall das sogar machen können. Ne? Aber wie gesagt, die Jungs, die haben original Mist und jetzt haben sie noch viel mehr Mist. So einfach ist es. So, jetzt kommen wir noch zu der Mod da oben. Dafür habe ich jetzt diesen kleinen Hänger hier gefüllt, hoffe ich doch, und komme da auch irgendwie hoch. Weil das ist wieder mal eine Produktion. Er hat sie noch zu Ende gefüllt, das ist sehr gut. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich hier irgendwie heile den Berg hochkomme, weil da oben will ich hin. Ja, könnte hier klappen, wa? Ah, schön geländegängig. Hier bin ich anscheinend schon mal hochgefahren. Ah, ich hätte nicht anhalten sollen, oder? Nimmt alles mit. So, ja, weil wir sind bei der Düngerherstellung. Rein muss Mist oder Gülle. Ich muss zugestehen, ich hätte besser gefunden, wenn es Mist und Gülle gewesen wäre, wie es bei den anderen Produktionen auch üblich ist, dass man beides in gleichen Mengen braucht und daraus halt dann Dünger produziert wird. Aber in dem Fall sieht es hier wohl so aus, als wenn ich hier jetzt den Mist abliefern könnte. So. Habe ich dementsprechend drin. Ich versuche hier mal vorsichtig rumzufahren. Ich weiß nicht, ob die Auslage auf der anderen Seite ist. Normalerweise ist sie das. Da haben wir es. Schön kompakt gehalten, das Gebäude noch. Mist muss ja auch nicht unendlich groß sein. Und hier sehen wir, können wir Mist rausholen oder Dünger, wenn es soweit ist. Ich werde jetzt mal hier rausgehen, ein bisschen vorspulen. Weil das ist natürlich nur, das ist eine gewisse Zeit. Jetzt ist der Mistpart weg. Ich mache wieder langsam. Jetzt ist der Mistpart weg. Und jetzt seht ihr, dass aus dem Mist Dünger geworden ist. Ich kann die ganze Sache starten und habe meinen Hänger auch wieder voll. So einfach ist es. Ne? Hat aber natürlich eine gewisse Zeit gedauert. Er macht halt so und so viel in eine Stunde. So ähnlich wie die Produktionen, die wir sonst ja auch starten. Wir hatten ja schon einen Grastrockner und ne? Sowas. Das ist dementsprechend und eine Silagegeschichte auch. Und jetzt haben wir auch die Düngerherstellung. Also, wie gesagt, wenn der Modder das zufällig sich angucken sollte, ich hätte mich sehr gefreut, wenn es tatsächlich die Variante gewesen wäre: Gülle und Mist. Kann dann mal wegen 2000 Mist, 2000 Liter Gülle sein und dann wird daraus 4000 Liter Dünger. Meinetwegen. Oder meinetwegen auch nur, du musst beides in gleichen Mengen bringen und kriegst dann den Dünger da raus. Aber halt nur die Menge, was du auch reingepackt hast. Also, das aus, ne, dass man halt einen Verlust hat, meinetwegen. Wäre auch okay. Mist oder Dünger ist, finde ich, ein bisschen einen Tick zu einfach. Also wie gesagt, Mist und Dünger und dann so lassen, wie es jetzt ist. Und doppelte Menge rausmachen, aber dass man halt beides drin haben muss. Ne? Dass man halt eine gewisse Wirtschaftung damit machen muss. Das hätte was. So, ja, aber das war auch schon die letzte Sache. Finde ich trotzdem schön, dass wir auch sowas dazugekriegt haben. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ja, und bis morgen.